Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Ja, ich hatte ja die große Ehre und Freude, einige Interviews schon zu machen im Bereich der Onkologie mit Professor Dr. Joachim Drews. Sie erinnern sich, integrale Onkologie ist halt viel, viel mehr als nur aus einer Schublade Wissen zu ziehen, sondern wirklich aus der ganzheitlichen naturheilkundlich und schulmedizinisch alles zusammenzusetzen. Und da ist er schon ein Ausnahmekönner. Aber er hat uns ja nur die Spitze des Eisberges ein bisschen gezeigt, was alles möglich ist in der Therapieform. Und heute hat er mir eine Dame mitgebracht, mit der er eng zusammenarbeitet in seiner Praxis drin, die natürlich bei Krebspatienten in der Onkologie natürlich hilft, auch auf ganz andere Ebene, nämlich auf der mitochondrialen Ebene, den Patienten zu unterstützen, seine Selbstregulation zu erweitern und letztendlich auch die Selbstheilungskräfte zu fördern. Die Dame ist heute da und ich stelle sie Ihnen gleich nach dem Intro vor. Bis nachher. Ja, und da sind wir wieder und da ist die Leona Krönle. Ganz herzlich willkommen, liebe Leona. Dankeschön. Schön, dass du da bist und dich auch traust, hier vor der Kamera zu sein. Der Joachim Drews hat mir da schon einiges erzählt natürlich, aber natürlich nur ganz wenig. Und du bist ja die Expertin im Haus drin, die sich dann auf die Mitochondrien bei den Patienten konzentriert. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja. Ich lerne immer wieder von der Professor Brigitte König aus Leipzig, die Mitochondrienärztin, Päpstin da im eigenen Labor, dass die Mitochondrien sind die Produktionsstätte der ATPs. Und ATP ist Energie und Energie steigert letztendlich auch das Potenzial der Selbstheilung. Genau, richtig. Gut, und wie macht ihr das, eine Behandlung der Mitochondrien, dass da wieder mehr Energie reinkommt? Also zuerst mal ist es so, dass wir über die Mitochondrientherapie, die wir erstmal nur so im Bereich Onkologie angewendet haben, ganz, ganz viele Patienten zu uns bekommen haben, die Probleme mit den Mitochondrien haben. Und das sind in den meisten Fällen die Patienten, die in keiner Fachrichtung so richtig aufgehoben sind. Das Problem des Ganzen ist nur, dass gerade zum Beispiel seit Covid, seit den Impfungen, Patienten mit Mitochondrienproblemen ganz, ganz stark zugenommen haben. Mhm. Und die können nirgendwo aufgenommen werden und die passen eigentlich auch gar nicht zu uns in die Onkologie, sind dann aber über die Mitochondrientherapie trotzdem bei uns gelandet. Ach, tatsächlich? Also das chronische Erschöpfungssyndrom zum Beispiel, genau. Oder? Genau. Chronisch müde. Das sind ganz, ganz verschiedene Erkrankungen. Zum Beispiel fängt es schon an bei einer Immunschwäche. Das Burnout zählt auch dazu. Chronisches Fatigue-Syndrom, ganz typisch, auch ein Mitochondrien-Problem. Aber auch, wir haben so ein bisschen das Gefühl, das ändert sich gerade so ein bisschen in der Medizin, aber das Gesundheitssystem ist daran noch nicht angepasst oder sehr schlecht angepasst. Und was passiert, ist so ein bisschen die Entwicklung, dass man zum Beispiel an so richtig schwere chronische Erkrankungen, an denen man versterben muss, die gibt es nicht mehr viele. Natürlich in der Onkologie haben wir mit Krebs zu tun, da ist das immer noch der Fall. Aber von einem Diabetes zum Beispiel oder einem Asthma bronchiale muss man heute nicht mehr unbedingt eine kürzere Lebenserwartung haben als der gesunde Mensch. Klar, ja, wir haben lebenserhaltende Maßnahmen, die letztendlich das verhindern, dass man sterben muss. Aber genau. Wir heilen nichts. Wir heilen keine chronische Krankheit, nach wie vor. Wir heilen nicht. Und auf der anderen Seite passiert gleichzeitig Folgendes. Also die chronischen Krankheiten sind, sage ich jetzt mal, akzeptabel kontrolliert. Damit kann man ganz gut leben. Der eine besser, der andere schlechter. Was aber gleichzeitig passiert ist, so richtig lernt man niemanden mehr kennen, der sagt, ich bin top in Ordnung, mir geht's gut, ich bin vital, ich bin zufrieden mit meiner Gesundheit. Mhm. Sondern so Patienten, die sind nicht unbedingt schwer krank, aber die Lebensqualität ist doch stark eingeschränkt. Zum Beispiel Patienten mit Migräne, Patienten mit Erschöpfungssyndrom, mit Burnout. Das häuft sich so ungemein und Covid hat dem Ganzen wirklich nochmal einen unglaublichen Schub verpasst. Und das in meiner Meinung nach alle die komplett in die Mitochondrien-Schublade gesteckt werden können. Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Die Brigitte König hat mir mal gesagt, also wenn sich die Medizin viel mehr auf die Mitochondrien konzentrieren würde, würde es viel, viel weniger Leid auf der Welt geben. Ist alles auf jeden Fall. Da stimme ich zu 100% zu, weil die Mitochondrien sind einfach die Wurzel von allem. Also das Mitochondrium produziert. Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Das ist ja wie eine kleine Fabrik, in die wird Zucker aus der Nahrung reingeschüttet und am Ende kommt ein Stoff raus, den der Körper verwerten kann und damit all seine Prozesse im Körper irgendwie speisen kann. Das ist also die Wurzel von allem. Und wenn es da einen erheblichen Schaden gibt oder einen ineffizienten Stoffwechsel, dann sind ja alle Prozesse im Körper betroffen. Mhm. Und dann können sich genau diese Krankheitsbilder, die eben so schwer einzuordnen sind, können sich dann eben zeigen und die sind für den Patienten schrecklich. Das ist eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Und deswegen bin ich da auch so motiviert, etwas dran zu tun und da auch was zu verändern. Macht ihr zuerst Laboruntersuchungen bei den Leuten, um wirklich zu wissen, dass die Mitochondrien geschädigt sind? Oder fängt man einfach prima schon mal an, stimulierend zu agieren für die Mitochondrien? Nährstoffe, Vitamine, Mikronährstoffe, Ernährungsumstellung? Oder wie läuft das? Also man kann klinisch eigentlich schon immer relativ klar sehen, was das Problem ist. Also wenn ich den Patienten vor mir sehe, dann sehe ich, wenn es ein Mitochondrienproblem gibt, dann sehe ich dem das an. Und auch aus der Krankengeschichte kann man eigentlich sehr gut erfahren und dann Schlüsse ziehen, dass die Mitochondrien tatsächlich betroffen sind. Bisschen vorsichtig muss man eben auch sein, weil zum Beispiel eine Erschöpfung, die kann auch aus psychischen Gründen entstehen, dass man da nochmal so ein bisschen differenziert. Mhm. Häufig geht das aber auch alles Hand in Hand. Und ich bin eigentlich ein großer Freund von Diagnostik. Da muss man bei den Mitochondrien aber sagen, im Standardlabor, das, was jeder Hausarzt mal so routinemäßig abnimmt, da gibt es nicht sonderlich viele Marker, die uns Aufschluss über die Mitochondrien-Effizienz oder Gesundheit geben. Da gibt es zum Beispiel die LDH, die uns so ein bisschen zumindest einen Hinweis gibt, wenn die erhöht ist, dass der Umbau von Zucker in ATP nicht mehr so effizient funktioniert. Aber so die richtige Mitochondrien-Diagnostik, die macht man dann in Speziallaboren. Mhm. Also da gibt es dann zum Beispiel wie die Frau Krönig in Leipzig, genau. Oder BioVis macht das auch. BioVis, genau. Mhm. Also wir greifen da meistens auf die Tests von BioVis zurück. Es gibt aber ganz viele verschiedene Anbieter. Ist aber einfach immer eine Spezialleistung. Und gibt halt auch viele Hausärzte zum Beispiel, die darüber vielleicht gar nicht Bescheid wissen. Ja, ich weiß leider. An der Wurzel fängt ja kaum jemand an. Deshalb finde ich das Thema ja so interessant und spannend. Genau. Jetzt wisst ihr, die Mitochondrien sind erschöpft. Sie funktionieren nicht so, wie sie sollten. Mhm. Die Energiequelle ist nicht da. Kein Wunder, ist der Patient erschöpft. Genau. Oder die Selbstheilung kommt nicht in die Gänge. Und jetzt? Genau, und jetzt. Es ist so, also um sich aus so einem Loch, in das man ja dann meistens fällt, wenn man eben chronisch erschöpft ist, um sich da heraus zu manövrieren, braucht es ja erstmal noch mehr Energie, als man eigentlich schon braucht, um seinen Alltag zu bewältigen. Mhm. Das bedeutet, das ist eine Hürde, die kann der Patient zu dem Zeitpunkt mit geschädigten Mitochondrien überhaupt nicht bewältigen. Mhm. Dann fange ich eigentlich an zu sagen, was fehlt, was könnte denn fehlen? Na, also es gibt wirklich ganz, ganz fortgeschrittene Diagnostik, wo man wirklich schauen kann, ist die mitochondriale DNA geschädigt oder die Membran. Aber das ist dann auch wirklich eine Untersuchung, die ist zum Beispiel sehr teuer. Mhm. Was ich immer gut finde, ist einfach mal dem Mitochondrium vielleicht oder der Zelle die Baustoffe zu geben, die es braucht, um die Mitochondrien zu regenerieren bzw. neue zu bilden. Und das sind dann zum Beispiel, wenn man sich überlegt, woraus besteht die Membran eines Mitochondriums, das ist ja quasi das Hauptwerkzeug des Mitochondriums, also die ganze Energiesynthese, die findet durch und an der Membran statt. Das bedeutet, eine intakte Membran ist sozusagen unabdingbar für eine gute Mitochondrienfunktion. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen gute Fette, also zum Beispiel Omega-3-Öle, Leinöl kann man dem Patienten empfehlen. Mhm. Und auch Phospholipide, die man auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann. Mhm. Das ist dann schon mal so ein erster Schritt, der reicht, ich sag mal, in 40% der Fälle hat der Patient davon schon deutlichen Benefit. Und das bringt ihn in einen Bereich, wo er sagt, damit bin ich jetzt schon zufrieden. Aber die restlichen 60%, da liegt dann meistens doch noch anderes zugrunde. Und ein Problem bei den Mitochondrien ist auch häufig, die Zelle hat eine bestimmte Anzahl von Mitochondrien. In Muskelzellen gibt es bis zu 10.000 Mitochondrien in einer Muskelzelle. In Eizellen zum Beispiel gibt es bis zu 100.000 Mitochondrien. Also das ist
Ich finde, dadurch kann man ganz klar erkennen, wie wichtig die für die Energie sind, weil die Muskelzellen brauchen natürlich am allermeisten Energie und eine Eizelle, daraus muss ein ganzes Leben entstehen. Die brauchen natürlich noch mal deutlich mehr. Und jetzt kann es passieren, dass die Mitochondrien und dann auch leider kollektiv einen Schlag bekommen. Das kann sein durch chronische Entzündungen, das kann sein durch eine Covid-Infektion, durch eine Covid-Impfung, durch eine schwere Operation, eine Chemotherapie, einen ungesunden Lifestyle, auch ganz häufig. Oder durch das Altern, also in einem alten Organismus zum Beispiel, findet man eben auch nicht mehr so effizient arbeitende Mitochondrien. Und was man dann tun kann, ist, diese Mitochondrien, die geschädigt sind, die sitzen trotzdem noch auf ihrem Platz, die werden nicht abgebaut, weil die dümpeln ja da noch so vor sich hin und machen ihre Arbeit zumindest mal vielleicht so zu 20%. Damit kann niemand überleben, aber der Körper hat nicht den Anreiz, die rauszuschmeißen und ein neues Mitochondrium quasi aufzubauen. Und was man dann tun muss, ist, den Körper quasi nochmal in eine extremere Situation zu bringen, um ihm den Anreiz zu geben, wir müssen da was tun, wir müssen die austauschen. Machst du da IHHT? Genau. Aha, dachte ich mir an der Beschreibung. Geraten, genau. Okay. Mhm. Ich bin da ein großer Freund von, weil das IHHT ist eine Therapie, die kann ich selbst einem schwerkranken Patienten anbieten oder einem schwer geschwächten Patienten. Und das IHHT ist ja auch so ein bisschen zum Stern am Himmel der Long- und Post-Covid-Betroffenen geworden. Und einfach die Erfahrung aus der Praxis zeigt mir, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Und das ist dann eigentlich so der zweite Baustein. Also wenn ich sage, die ersten 40%, die kriege ich gut in den Griff mit Supplements, mit Phospholipiden, mit Ölen, dann sind das nochmal, würde ich sagen, mindestens weitere 40%, die dann spätestens nach der IHHT-Therapie sagen, wow, das hat mich wirklich... Das hat mich auf ein neues Level gebracht von der Lebensqualität. Also vielleicht noch die Erklärung für die Zuschauer. IHT ist eine Sauerstoffversorgung, eine Unterversorgung, eine Überversorgung. Also man geht auf den Berg rauf, kriegt wenig Sauerstoff und in einer Phase, wo es wenig Sauerstoff gibt, haben diese Zellen, die ein bisschen schwach sind, die gehen eigentlich dann ein, oder? Die gehen kaputt, genau. Und machen Platz, ja, dass eine gesunde Zelle sich teilen kann. Und dann habe ich statt eine gute und eine halbe oder eine 40-prozentige nachher plötzlich wieder zwei. Also man muss Platz machen. Genau, man muss auf jeden Fall Platz machen. Und wie viele Behandlungen muss man da ungefähr einplanen, damit diese Leistungssteigerung dann da ist? Also pauschal ist in diesem Bereich leider gar nichts. Das ist wirklich sehr individuell, sowohl was die Symptomatik als auch die Diagnostik und Therapie angeht. Das bedeutet, dem Patienten kann ich vorher leider auch nicht pauschal sagen, das wird Ihnen helfen, das wird Ihnen nach 5-mal helfen oder nach 10-mal. Wenn ich jetzt mal das ganz grob sagen soll, dann würde ich sagen, wir machen mal 10 Therapien, denn danach können wir ganz eindeutig sehen, hat es Ihnen geholfen oder hat es Ihnen nicht geholfen. Mhm. Und in dieser Phase ergänzen natürlich die andere, die Basismedizin, damit man die Energien, das Zellmembranpotenzial, das Fettgewebe besser leitfähig machst, was auch immer, genau, und fütterst. Inwiefern kommt da NADH und QC noch zum Zuge? Also das NAD ist ja sozusagen der Katalysator oder ein Hilfsstoff, der bei dieser Umwandlung von aufgenommenem Zucker durch die Nahrung in dann ATP, also die Energiewährung des Körpers, der bei dieser Umwandlungsreaktion einfach hilft. Ja. Und je effizienter diese Umwandlung ablaufen kann, desto mehr Energie haben wir am Ende, also kommt am Ende dann sozusagen dabei raus. Und dann ist das Problem, dass wir mit zunehmendem Alter, aber auch wieder durch ungesunden Lebensstil und chronische Entzündungen, Rauchen, Stress, all diese Dinge, die man möglichst vermeiden sollte, können wir unsere NAD-Spiegel schon mal plätten oder noch zusätzlich plätten. Denn auch in einem, ich sage jetzt mal, vitalen und gesunden Menschen fangen die NAD-Spiegel schon so ab 30, 35 an drastisch zu sinken. Und ungefähr so mit 50, 60, das ist auch wieder individuell, haben wir vielleicht noch 50% von dem NAD, was wir zum Beispiel in der Jugend zur Verfügung hätten. Das bedeutet, diese Reaktion, die läuft nur noch halb so effizient ab.
wie in einem jugendlichen Körper. Und was dann eben passiert, sind diese typischen Erscheinungen des Alters, mit denen sich viele wahrscheinlich identifizieren können, nämlich, dass man nicht mehr so fit ist, nicht mehr so viel Energie hat, nicht mehr so motiviert ist, vielleicht so ein bisschen träge wird. Und auf der anderen Seite auch, dass die Energie, die man zu sich nimmt, dann eben nicht mehr frei wird, sondern dann vielleicht eingelagert wird. Das bedeutet, man an Gewicht zunimmt. Also, dass diese aufgenommene Glucose dann zum Beispiel in Fett eingelagert wird. Und das sind so die zwei Erscheinungen, Übergewicht und so ein bisschen Erschöpfung. Das sind ja zwei Dinge, mit denen sich viele identifizieren können, vor allem im Alter. Ich habe am Anfang anmoderiert über die Onkologie. Wir haben das Themenfeld aber jetzt wild ausgeweitet, weil es viel, viel mehr Krankheitssymptome heutzutage betrifft. Aber man kann schon sagen, eigentlich jeder Patient, der onkologisch betreut wird, müsste ja eigentlich auch in den Mitochondrien Unterstützung finden, bekommen. Auf jeden Fall, genau. Und das ist auch immer bei uns ein zentraler Baustein der Therapie. Bei euch, ja. Aber wer macht sonst noch? Da frage ich mich immer wieder, weil ich höre ja das selten. Ich bin ja auch voll bei dir. Ich bin totaler Fan, dass das Medizin und Therapeuten auch wirklich tun. Das ist ja das, was mein Herz erfüllt. Da hat der Patient echt eine Chance. Und nicht nur auf lebenserhaltende Maßnahmen, sondern wahrlich auch auf Heilung. Auf jeden Fall. Also ich würde das Ganze sogar vielleicht noch drastischer sehen und sogar umdrehen. In der Onkologie kann man fast sagen, dass die Behandlungsmethoden und die Herangehensweise an die Erkrankung, die ist nicht unbedingt weiterentwickelt worden seit 1900, seit so die großen Säulen der Onkologie und Therapie geformt worden. Ja, da gibt es ganz wenig Entwicklungen. Und dann gibt es ein paar, die brechen da aus und schaffen ganz tolle Ansätze und kämpfen dann aber auf der anderen Seite wieder dafür, dass sowas dann auch mal anerkannt wird und zum Beispiel eine Kostenübernahme da genehmigt wird. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich würde da vielleicht sogar sagen, es ist immer noch sehr verbreitet zu glauben, da würde in der Krebsentstehung plötzlich irgendein mutiertes Gen oder irgendein was Böses Gen auftauchen. Das ist nicht der Fall. Meiner Meinung nach ist es genau das, was zu Krebs führt, nämlich der Zellstoffwechsel, der kaputt ist. Geschädigte Mitochondrien, die dann wiederum das Genom so weit schädigen. Also ich sage, der geschädigte Zellstoffwechsel steht am Anfang. Und da daraus so vielfältige Schädigungen im ganzen Organismus, es gibt keine Regeneration mehr, dafür ist gar keine Energie übrig. Und das ist so lebensunwichtig, dass für diesen Prozess nichts mehr bleibt. Das bedeutet, die ganzen Zellen, die so leicht geschädigt da rumschwimmen, die machen ja erstmal nichts. Gefährlich wird es ja erst, wenn die anfangen, sich zu teilen und nicht mehr damit aufhören. Und das kann aber genau dann passieren, wenn der Zellstoffwechsel nämlich so kaputt ist, dass keine Energie im Körper frei ist für Regeneration. Und sozusagen, ich würde es jetzt mal den Aufräumservice der Zellen nennen, ja, also dass der ganze, dass die ganzen Abfallstoffe aus der Zelle raustransportiert werden. Das sind alles Prozesse, die sind wichtig, aber die sind fürs kurzfristige Überleben nicht unbedingt vonnöten. Und deswegen fallen die sofort hinten runter. In dem Moment, wo der Körper merkt, ich laufe auf Sparflamme, da werden diese ganzen Prozesse abgeschaltet. Da gibt es Fertilität, völlig unwichtig, Immunsystem, völlig unwichtig, Regeneration, Reparaturmechanismen, völlig unwichtig. Und deswegen, wir laufen im Stressmodus. Und wenn der Sympathikus läuft, dann gibt es keine Heilung, sondern es ist nur Kampf und Überleben. Ne? Absolut. Wie siehst du denn die, du hast schon gesagt, die Zelle kann nicht mehr alles erledigen, aber wie siehst du Umwelteinflüsse in Form von Verschlackungen, von Toxinen, die sich in unserem Fettgewebe im Körper auslagern, von Bedeutung, die auch wieder abzutragen. Ich sage immer wieder, es gibt ein Fass, wo ich Müll reinleeren kann, aber irgendwann, der letzte Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen. Und dann kann ich ja Krankheiten auch entwickeln, oder? Genau, absolut. Wie wird das Fass abgetragen? Also ich bin, in der Onkologie ist es natürlich immer so ein Abwägen. Aber ich bin ein großer Freund vom Fasten, weil ich finde, also auch zum Beispiel das intermittierende Fasten, der Körper braucht Zeit und Ruhe, um diese ganzen Regenerationsmechanismen, diese Entschlackung und so weiter
anzuregen. Mhm. Dafür brauche ich keine 6-tägige Saftkur. Davon bin ich zum Beispiel kein Freund. Das würde ich keinem schwerkranken Patienten empfehlen, weil auf der anderen Seite brauchen wir die Energie, um diese ganzen Prozesse am Laufen zu halten. Aber was ich gut finde, ist, dem Körper ein großes Zeitfenster von vielleicht 16 Stunden am Tag zu geben, in dem er nicht mit der Verdauung beschäftigt sein muss. Mhm. Ja. Und dann hat der Körper nämlich die Kapazität, um anzufangen. Und das ist nachgewiesen. Der Körper fängt nicht an zu regenerieren in dem Moment, wo man immer wieder eine Mahlzeit nachschiebt und es überhaupt keine Pause dazwischen gibt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo man doch eher dazu neigt, sehr gestresst zu sein und im Alltag gefordert ist und bei der Arbeit gefordert ist, da snackt man zwischendurch. Es gibt keine richtigen Mahlzeiten mehr. Es gibt dazwischen mal einen Kaffee mit Sahne und Milch und Zucker und so weiter. Und das ist alles, muss alles ja irgendwie von irgendjemandem aufgenommen und verarbeitet werden. Und deswegen gibt es keine Pause. Und dann nehmen wir abends vielleicht noch ein üppiges Abendessen zu uns und die ganze Nacht laufen diese Prozesse weiter. Und es gibt eigentlich keine Pause, in der der Körper mal wirklich anfangen könnte, mal was rauszuschmeißen, weil er verarbeitet und er tut eher immer noch was rein ins Fass. Also bei euch in der integralen Onkologie ist es immer ein Thema, die Patienten an der Hand zu nehmen und auch mal mit ihnen über ihre Ernährungssituation zu sprechen. Auf jeden Fall. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass wir der Auffassung sind, dass die Lebensqualität des Patienten an allererster Stelle steht. Das bedeutet, einige Patienten, die quälen sich zum Beispiel durch eine ketogene Ernährung oder die fasten ganz stark über Tage und so weiter. Das sind nicht Dinge, von denen ich unbedingt den Eindruck habe, dass sie am Ende einen so großen Nutzen haben, dass das Risiko, was der Patient währenddessen eingeht, einen Sinn hat. Hm. Ja, also man muss es sehr individuell sehen, wie der Patient reagiert. Auf jeden Fall. Die beste Form der Ernährung muss nicht die beste sein für ihn, ich weiß es schon. Und es gibt einige Patienten, dann gibt es natürlich auch immer wieder, es wird sich ja um alles gestritten. Der einzige Stoff, von dem wahrscheinlich alle sich einig sind, dass man ihn zu sich nehmen darf, ist Wasser. Aber auch Wasser bringt einem Zweifel um, wenn es davon zu viel hat. Also von daher, der Kaffee ist schlimm, der Kaffee ist gut, der Zucker ist schrecklich. Da gehe ich ja gerade noch mit. Also sich jetzt mit Einfachzuckern voll zu stopfen, das ist sicherlich in keiner Hinsicht gut. Aber dann wiederum ist es auch so, dass dieses Ernährungsthema etwas ist, auf das sich Angehörige gern stürzen. Ja, aber das ist der Ansatzpunkt, an dem sie aktiv etwas tun können. Das funktioniert in den anderen Bereichen der Onkologie nicht. Die Chemo, die macht der Patient alleine. Die Bestrahlung, die macht der Patient alleine. Da sitzt man als Angehöriger nebendran und kann vielleicht gerade mal mental unterstützen. Die Ernährung sehen viele dann in dem Moment als den Angriffspunkt. Und das möchte ich niemandem vorwerfen, aber dann neigt man vielleicht dazu, sich da sehr auf etwas zu stürzen und dem Patienten vielleicht etwas zuzumuten, was ihm am Ende gar nicht so gut tut. Also ich habe halt schon viele Patienten gesehen, die zum Beispiel unter einer ketogenen Ernährung dann sehr viel Gewicht verlieren, sich auch nur noch schwach fühlen und so weiter. Und der Nutzen des Ganzen am Ende nicht wirklich klar ist. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch Leute, die sich chronisch weiterhin so falsch ernähren und dann übermäßig mit Kohlenhydrate und dann kommt der Insulinstoß und dann sind sie müde. Nach dem Essen müssen wir schlafen, das kennen wir alle auch, oder? Mhm. Irgendwie, aber ein Krebspatient sollte jetzt nicht stumm denkt, ständig müde sein, weil er das Essen verdauen muss, oder? Absolut. Wobei wir da eigentlich auch in der Onkologie so ein bisschen vorsichtig sind. Denn es gibt den Patienten, gerade wir sind konfrontiert mit Patienten, die erst nachdem sie die ganzen typischen schulmedizinischen Schritte und Leitlinientherapie abgehakt haben, zu uns kommen. Ach, erst dann. Das ist doof. Ja, also es gibt so zwei. Hm. Es gibt einmal den Patienten, der es grundsätzlich mal ablehnt und sich gleich an uns wendet. Und dann gibt es den Patienten, der alles durch hat und erst in dem Moment, wo die Schulmedizin ihm quasi mitteilt, dass ab jetzt alle Therapiemöglichkeiten erschöpft sind, sich dann umschaut und dann auf uns kommt. Hm. Das bedeutet, wir haben da eigentlich auch eine besondere Rolle und wir betreuen vor allem Patienten, die dann eben erst in einem späteren Stadium zu uns kommen. Und wenn es da den Patienten gibt, wo man davon ausgehen kann, gut, eine Heilung gibt es leider nicht, wir können noch gute Therapien machen, aber der besteht darauf zu rauchen, weil er sagt, jetzt erst recht, dann finde ich, so viel Sinn das machen würde, kann man dem das nicht wegnehmen. Weil der würde darunter psychisch wahrscheinlich so leiden,
dass er den ganzen Therapieerfolg vielleicht gar nicht bräuchte, weil ihm die ganze Lebensqualität genommen ist. Und das sind jetzt Extreme und das klingt so unrealistisch. Ein Patient, der nur dafür lebt zu rauchen, aber das gibt es. Es gibt den Patienten, der wird todunglücklich, weil er seinen Morgenkaffee nicht mehr trinken darf oder sein Lieblingsessen nicht mehr essen darf und so weiter und so weiter. Und das ist vielleicht genau das, was ihm noch bleibt. Und deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig. Also wenn ich von uns rede, bin immer der Professor Triebs und ich, wir gehen da eigentlich Hand in Hand, also in unseren Prinzipien in der onkologischen Therapie. Ich finde das super schön, dass du das nochmal sagst, weil ich kann hier schon klug sitzen und kluge Sprüche machen, aber ihr seid an der Front und ihr habt den Menschen an der Hand, genau, und könnt das natürlich viel, viel besser wahrnehmen, wie er darauf reagiert. Und das fand ich jetzt ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Danke vielmals. Ja. Ja, es ist einfach, finde ich, wichtig, den Patienten absolut zu respektieren. Mhm. Und es kommt auch häufiger vor, dass der Patient vor einem sitzt und man eigentlich sagen kann, der tut das nicht für sich, der tut das für die Familie. Und deswegen habe ich den Professor Triebs zum Beispiel schon öfter fragen hören, ob der Patient denn freiwillig da ist. Das ist immer so ein ganz guter Eisbrecher zum Beginn eines Gesprächs. Ja, weil es halt häufig ist, ist diese Übermotivation der Familie, die man völlig nachempfinden kann, völlig. Man möchte dieses Familienmitglied ja nicht verlieren. Aber der Respekt gegenüber diesem Menschen und ihn und seine Wünsche und seine Ängste und alles, was er mitbringt, zu 100% zu respektieren und da mitzugehen, das finde ich ganz wichtig. Selbstbestimmung des Patienten, das wird schnell genommen. Ich habe mal noch so einen Satz gelernt früher, wird wahrscheinlich auch nicht immer zutreffen, aber es hieß mal so schön, an dem Ort, wo man krank wird, kann man selten gesund werden. Ja, das Milieu, also da, wo sich der Mensch in seinem sozialen Umfeld befindet, meine Beziehung zu diesem Umfeld, meine Beziehung zu Eltern, so, du musst und du darfst und du bist nichts und kannst nichts und weiß Gott, was alle diese Traumas, die auf einen einhauen oder Erwartungshaltung und Druck. Ich finde, dieser Spruch hat schon sehr viel Bedeutung in sich, weil man müsste alle diese Komponenten wirklich mal ganz kritisch betrachten. Haben Sie einen Einfluss individuell auf mich? Bin ich im richtigen Umfeld? Ich glaube ja. Ich glaube, da ist ganz viel dran. Und ich glaube gleichzeitig, da muss man ganz vorsichtig sein. Denn wenn man so anfängt zu argumentieren, kriegt der Patient schnell das Gefühl, er wäre an etwas schuld. Und das ist wiederum etwas, was ich niemandem zumuten möchte. Oder der Mann ist schuld. Oder eben, genau. Also es gibt Patienten, die kommen ganz klar zu uns und sagen, ich bin in dem Moment krank geworden, als ich meine Mutter pflegen musste, meine Schwiegermutter ins Haus gezogen ist, was auch immer. Wo es so einen inneren Konflikt gibt. Ich möchte das erfüllen für jemand anderen, aber ich fühle mich damit eigentlich nicht in Ordnung. Und das ist etwas, das sehe ich in ganz vielen Patienten. Und dennoch bin ich vorsichtig, das so zu adressieren, denn man möchte niemandem das Gefühl geben, ich hätte besser damit umgehen können, ich hätte besser meine Meinung äußern können in dem Moment, wo ich meine Mutter pflegen sollte. Aber das ist ja kein Zielführung mehr. Die Situation ist ja, wie sie ist. Aber letztendlich muss man ja auch daraus was lernen, was ändern. Absolut. Absolut. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Psyche bei der Krebsentstehung besonders da, aber auch bei allen anderen Erkrankungen eine riesengroße Rolle spielt. Und dass das leider etwas ist, das ist jetzt deutlich besser geworden. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel an vor 15 Jahren oder Ähnliches denke, das war ein Tabu. Und das ist eigentlich auch immer noch ein Tabu. Also diese vielleicht psychischen Ursachen, die dazu geführt haben können, aber dann auch in der Krebstherapie mit was für Zukunftsängsten wird die Familie, ist die finanziell abgesichert? Wie geht's denen später? Erlebe ich die Geburtstage meiner Kinder nicht mehr? Und so weiter. Das sind psychische Belastungen, die kann man sich als gesunder Mensch nicht vorstellen. Und sowas abzufangen, parallel zu einer Therapie oder nach einer Diagnose und so weiter, das sind alles Sachen, bin ich der Meinung, da ist größeres Potenzial da, um das alles abzufangen. Und auch für die Angehörigen. Für die ist das manchmal deutlich schlimmer als für den Patienten selber. Oder die werden damit deutlich schlechter fertig, weil die sitzen nebendran und haben nicht unbedingt einen Hebel, an dem sie ansetzen können. Und da finde ich, wenn man jetzt zu diesem Zitat zurückgeht, ja, auf jeden Fall ist da was dran. Aber wie du genau sagst, in dem Moment, wo die Erkrankung klar ist, weiß ich nicht unbedingt, ob man dann anfangen soll, an diesen ganzen Rädern nochmal zu drehen. Denn dann holt man vielleicht Sachen auch wieder hoch. Dann verbraucht man vielleicht Energie, die man in dem Moment eigentlich an anderer Stelle braucht, nämlich da die Erkrankung zu bekämpfen. Ja.
ich würde das nie selbst entscheiden wollen. Deshalb braucht es feinfühlige Menschen, die mit dem Patienten das zusammen evaluieren. Okay. Irgendwann denke ich schon, weil sonst hat er ja die Gefahr eines Rezidivs jederzeit wieder, oder? Wenn ich die Ursachen ja nie behandle, oder? Genau. Und also, das ist das Schöne an euch. Ihr geht letztendlich auch an die Ursachen heran und schaut mal, wo der Patient denn wirklich das Problem hatte. Ja. Das ist schon cool. Aber das ist bei uns eben auch eine Sache der Zeit. Wir haben deutlich mehr Zeit. Wir haben ja die kassenärztliche Versorgung mit, also bewusst abgelehnt, weil wir der Meinung sind, eine onkologische Betreuung eines Patienten, die lässt sich nicht in 10 Minuten erledigen. Ja, die Aufklärung über eine Diagnose, die Einbeziehung von Angehörigen, das ist kein Vorwurf an die Schulmediziner, denn die arbeiten in ihren Plänen und die werden dafür eben auch nur für 10 Minuten vergütet. Und es ist völlig klar, eine Praxis bleibt am Ende auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Wenn nicht genügend Zeit da ist oder nicht genügend Vergütung für die Zeit, das ist das System. Das ist nicht der Onkologe, der vor einem sitzt und sagt, ich möchte ihn nicht mehr von meiner Zeit geben, sondern das ist ja ganz klar das System. Ja. Und ja, da mache ich ein ganz anderes Fass auf, wenn ich darüber spreche. Aber es ist einfach, glaube ich, dem System geschuldet, dass wir die Möglichkeit haben, weil unsere Patienten privat zahlen, uns da so viel Zeit zu nehmen. Und das ist an anderer Stelle einfach nicht möglich. Und da braucht es einfach eine große Revolution tatsächlich, weil da gibt es so viele Punkte im Gesundheitssystem, die genau alle so nicht funktionieren. Aber ich habe leider das Gefühl, das wird noch dauern und bis dahin braucht es diese Ausbrecher quasi aus dem System, die sagen, ich nehme mir die Zeit und ich suche einen anderen Weg, wie ich das realisieren kann. Ja, danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Leona Kröhle war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die Kontaktdaten und alles werde ich Ihnen natürlich unten auf YouTube noch alles hinschreiben. Aber für mich ist das schon eine ganz bedeutsame Geschichte, die sie erzählt hat, zusammen mit ihr Professor Dr. Joachim Drews. Denn in der Onkologie scheint mir einfach schon noch einiges Herz zu fehlen und einige Ansätze noch nicht integriert zu sein. Und da braucht es einfach so Ausbrecher, die sagen, ich spezialisiere mich auf die Onkologie, biete aber wirklich alles an Wissen, was heutzutage einfach vorhanden ist. Ich hoffe, Sie können davon partizipieren und einfach 1000 Fragen stellen bei Ihrem Onkologe aufgrund dieses Wissens, das wir hier Ihnen zur Verfügung stellen dürfen und wünsche Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.